Mein Meister Lung Yusuk hatte wirklich unkonventionelle Methoden, wenn es darum ging, den Menschen zu helfen. So kam eines Tages eine Frau zu ihm, die so dick war, dass sie kaum noch laufen konnte, und sie bat ihn, ihr ein Mittel zu geben, damit sie davon schlank würde. Lung Yusuk sagte, dass er noch nicht wisse, ob er ihr helfen könne. Er wolle in der Nacht das Orakel befragen und sie solle am nächsten Tag wiederkommen. Am nächsten Tag kam die dicke Frau wieder und fragte ihn, ob er jetzt ein Mittel wisse. Lung Yusuk sagte, was ich dir zu sagen habe, macht mich traurig. Du brauchst keine Medizin mehr. Das Orakel hat zu mir gesprochen. Du hast nur noch 30 Tage zu leben. Das Geld für ein Mittel kannst du dir also sparen. Mit Entsetzen erfüllt ging die dicke Frau nach Hause. Sie hatte so entsetzliche Angst vor dem Tod, dass sie in den folgenden Tagen kaum noch aß. Nichts schmeckte ihr mehr so richtig. Sie verlor Tag für Tag mehr an Gewicht und fiel regelrecht in sich zusammen. Sie hatte eine grauenvolle Zeit. Dann kam der 30. Tag. Aber sie starb nicht. Auch in den folgenden Tagen starb sie nicht. Deshalb ging sie noch einmal zu Lung Yusuk und sagte, es sind über 30 Tage vergangen, aber ich lebe immer noch. Was du mir gesagt hast, war falsch. Lung Yusuk musste lächeln, als er ihr antwortete. Ja, das Orakel muss sich geirrt haben. Aber immerhin, du hast jetzt wirklich eine schöne Figur.